Level X Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. Ich will heute gemeinsam mit euch auf die Prime Icon SBC von Solar gucken. Vielleicht erstmal ein paar Worte zum Preis. 440.000 kostet die SBC auf der PlayStation, auf den anderen Plattformen etwas mehr. Und man muss sagen, im Vergleich zum Spiel auf dem Transfermarkt kann man hier sogar 80.000 circa sparen. Ist auf jeden Fall interessant, weil man ja auch ca. 130.000 in den Packs wieder bekommt. Also vom Preis her muss ich sagen, genauso wie Best, eigentlich eine sehr interessante Icon SBC, wenn er sich gut spielt. Solar kennen wir, ist jetzt schon ein paar Jahre in FIFA mit dabei. Ein kleiner Spieler, der einige Schwächen hat, aber auch einige brutale Vorzüge. Die Größe von 1,68 bedeutet, er ist quirlig und agil auf dem Platz. Hochmittelarbeitsraten sind für einen Offensivspieler perfekt. Vier Sterne, sage ich immer, muss man haben als Offensivspieler, hat er auch. Attributen erwarte ich das Tempo hier mit 88 Antritt, 84 Sprintgeschwindigkeit, sogar etwas schneller auf dem Platz, weil er nur diese kleine Größe hat. Ich gehe hier noch mit einem kleinen Boost von dem Hawk rauf, denke ich, wird richtig gut auf dem Platz rüberkommen. Die Schusswerte werden damit ebenfalls geboostet, ist eine Sache, die immer an der Karte herausgestochen hat. Besonders die Fernschüsse haben immer gut mit dem geklappt. Hier mit einer 90, mal gucken, wie das auf dem Platz rüberkommen wird. Bin ich echt gespannt, ob damit einige Buden fallen. Die Passwerte sind geil. 88 Übersicht, Flankenwert 85, also auch wenn du ihn mal auf den Außen schiebst, kurzer Pass und langer Pass sind mehr als brauchbar, hundertprozentig. Also egal, ob du ihn in Sturm spielst oder im ZOM, wo ich denke, dass er ein bisschen besser aufgehoben sein wird, weil er halt nicht diese Stärke hat, um sich im Sturm so durchzusetzen. Dribblingwerte 85, 86 hat man schon mal höher gesehen, aber mit der Größe, denke ich, wird das brutal gut auf den Platz rüberkommen. Die Physiswerte sind wie zu erwarten gewesen nicht besonders gut. Auch der Ausdauerwert nicht. 76 ist ein kritischer Wert. Das ist auf jeden Fall ein Auswechselkandidat. Also ich glaube, eine Verlängerung wird extrem schwer mit ihm. Hier mit dem Hawk booste ich natürlich noch ein bisschen die Stärke, Aggressivität. Denke ich, wird ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Ob das den großen Unterschied macht, bezweifle ich, aber ich werde es ausprobieren. Die Spezialeigenschaften sehen wir aber einen ganzen Katalog. Angeschnittener Schuss, Außenrisschuss und Flair ist jetzt für uns relevant. Der Rest für die CPU-KI. Man vernachlässigt das oft, aber dieser Katalog hier ist sehr wichtig, wie im Endeffekt der Spieler auf dem Platz funktionieren wird. Deswegen bin ich jetzt echt gespannt, wie Prime Solar auf dem Platz funktionieren wird. Ab geht's! Ja, brutal agil und dann ist die Lücke da und die erste Vorlage auch. Also das Movement bisher richtig krass. Starker Fuß ist der rechte aus der Distanz, der erste Versuch. Kommt gut gestellt und da ist auch seine erste Bude. Guter Laufweg gemacht und da auch vor der Bude eiskalt gemacht. Ah, da gewinnt er tatsächlich auch mal einen Zweikampf. Das habe ich bis jetzt noch nicht oft gesehen. Einmal rüber und der starke Fuß ist der rechte, schade. Komm, da kommt er nochmal in den richtigen Laufweg mit. Sehr, sehr wenig Szenen in diesem Spiel gehabt. Aber ich muss auch sagen, jetzt in der zweiten Halbzeit muss ich einfach bestätigen, die Ausdauer ist schon ein Problem. Der verzieht einfach sehr viel schon. Ja, da sehen wir in der Verlängerung dann gegen Varane, Sprintduell. Ja, das wird dann kritisch. Ne? Erste Halbzeit muss ich sagen, das Tempo kommt eigentlich gut bis sehr gut rüber. Aber jetzt in der Verlängerung kritisch. Kommt, der Pass muss aber sitzen und da ist auch die Bude. Ja, ich muss einfach sagen, in der Verlängerung ist da wirklich ein Problem. Also er ist mehr eine Last, als dass er hier gerade das Spiel trägt. Auch wenn ich zugeben muss, in der ersten Halbzeit war der Eindruck eigentlich sehr positiv. Sieg ist zwar bei uns, aber ich muss zugeben, es war ein schweres Spiel. Ich hoffe, das nächste Spiel wird etwas einfacher. Komm, komm, komm. Er klaut sich den Ball und schießt rein. Also ich muss schon zugeben, er versucht sehr oft den Ball wieder zu klauen, ne? Obwohl die Werte nicht da sind, aber das meine ich immer, ne? Die Icons haben da etwas Besonderes drauf. Geil, dass das so gut rüberkommt. Guter Laufweg und dieselbe Szene noch einmal. Ja, vor der Bude, wenn er also im 16er ist, dann braucht er wirklich nicht viele Chancen, um die Buden zu machen. Das muss man extrem erwähnen. Ja, jetzt bräuchte ich mal ihn, dass er sich anbietet. Schwacher Fuß und diesmal klappt es auch nicht, leider. Gut durchgelassen, das war absehbar. Ah, und jetzt muss man sagen, im 16er kannst du ihn halt so schnell moven, der kann gar nicht den Ball verlieren. Und ja, gut, wollte ich ein bisschen zu viel, aber man sieht, was ich meine. Schöner Antritt in der ersten Halbzeit, wie gesagt, kommt das alles so gut rüber. Jetzt, ja, mit dem Kopf, glaube ich, brauche ich nicht viel versuchen, aber die Flanke, ja, und wie gesagt, dann vor der Bude macht er sie. Ah, da ist er doch. Und der Finesse, oh, der hätte auch reingehen dürfen. Gut gemacht, starker Fuß ist der rechte. Oh Mann, ja, jetzt gerade, wenn man ein paar Meter weiter entfernt schießt, dann ist er doch ein bisschen unsicher, finde ich gerade.
Jetzt ist er wieder vorne. Boah, ja, Messi macht das natürlich auch super. Ja, ich weiß nicht, mit dem Abschluss von Messi komme ich ein bisschen besser klar als den von Sola. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, sind aber beides sehr ähnliche Spielertypen. Komm, da spielt er gut mit. Und jetzt auch mit dem schwachen Fuß die nächste Bude. Ja, macht er gut bisher. Ja, und das nächste Mal mit der Flanke. Uiuiui, das war aber kein guter Schuss. Das Spiel ist rum, gewonnen haben wir. Er wird auch Mann des Tages. Also ich muss sagen, dieses Spiel hat sich definitiv einfacher angefühlt, weil er ein paar Sekunden länger Zeit hatte, nach der Ballannahme dann zu gucken, wie er losmarschiert. Hat mir hierdurch viel besser gefallen. Ich würde sagen, ein Spiel gönne ich mir auf jeden Fall noch. Oh, gut gedreht. Und kurze Eck. Nicht rein mit Schade, Mann. Gerade vor der Bude dürfte er dann doch das ein oder andere Tor mehr machen. Gut durchgelassen und jetzt mit Tempo. Einmal die Richtung wechseln und aus der Distanz klappt es auch. Sehr, sehr gut gemacht. Einmal durchlassen und jetzt mit Tempo. Ah, Mann, also ich muss echt zugeben, mit der Abschlussquote oder der Torquote bin ich nicht ganz zufrieden. Gut und schnell weitergespielt. Ja, ich werde ihn nochmal versuchen, auf ihn zurückzubringen. Das passt auch. Super Laufweg, da ist die Bude. Ja, komm, er bleibt dran. Sehr gut gemacht. Einmal rüberlegen. Und da ist auch die Bude. Sehr, sehr gut gemacht. Ah, da positioniert er sich doch wieder. Nein, er will nicht an den Ball gehen. Aber ich muss vorne sagen, er ist immer da, wo die Action ist und er macht es schon eigentlich nicht schlecht. Wenn nicht diese Physis wäre, die ist dann doch oft ein Problem und sobald er irgendwie ein bisschen Druck bekommt, dann verliert er auch den Ball. Der Rage Quit ist da. Ich würde auch sagen, das reicht mir an 10, deswegen lass uns mal ins Fazit gehen und zusammenfassen. Lohnt sich diese SBC bzw. der Spieler? Also ich muss sagen, ich habe meinen Spaß mit der Karte gehabt, aber ich habe auch meine Probleme mit der Karte gehabt. Definitiv. Ich muss sagen, er hat schon seine Vorzüge. Sein Movement einfach mit dem linken Stick, das ist so brutal schnell, da brauchst du gar kein Skill, kannst sofort die Richtung wechseln und dann natürlich die Gegenspieler ziemlich wirr spielen. Das hat er wirklich, wirklich geil gemacht und im 16er war dann kaum zu stoppen. Das ist wirklich die Waffe mit der Karte. Mein großes Problem war mit der Karte natürlich die eine Sache, die Physis. Es ist sehr, sehr schwer mit ihm gewesen, den Ball irgendwie anzunehmen, kurz zu behaupten. Das war zu erwarten, ja. Was ich nicht so erwartet habe, war die Ausdauer. Gefühlt konntest du diese Karte ab der 60., 70. Minute nicht mehr richtig benutzen. Alles, was mir so gut gefallen hat an der Karte, die Passwerte, das Tempo, das Dribbling, das wurde dann immer träger und träger. Und da muss ich einfach sagen, den Preis zu bezahlen und dann nur eine Karte bis zur 60. Minute zu haben, ja, finde ich ein bisschen kritisch. Nichtsdestotrotz muss man aber wirklich sagen, zum aktuellen Zeitpunkt in diesem Spiel ist die Leistung von dem Spieler etwas Besonderes. Das macht er wirklich sehr, sehr gut und dann der Mix von den Werten, den hast du auch nicht so oft. Meine Befürchtung ist aber, dass der doch einige Mankos an sich hat und ich glaube, in der nächsten Zeit werden einige Karten folgen, die dem ja sehr viel Konkurrenz machen werden und deswegen wird der nächste Punkt kommen, dass man sich irgendwann denkt, warum habe ich für den so viele Coins ausgegeben. Unterm Strich hätte ich gesagt, dass diese Karte nur was für Spieler ist, die entweder gut im Skillen sind und den dadurch gut einsetzen können oder brutal stark im Zickzack-Dribbling sind, weil dann werden die auch brutal die Vorzüge von dieser Karte hier merken. Bei allen anderen Spielern hätte ich gesagt, lieber die Finger von der Karte lassen und vielleicht auch was Nächstes warten. Dementsprechend komme ich auch zum Ende vom Video und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da und falls ihr neu auf den Kanal gestoßen seid, gerne abonnieren. Vielen Dank dafür, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.